Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und heute mal wieder eine Runde von mir selbst im IS-2 auf der Karte Wadi und hier kann ich euch empfehlen, schaut euch das Video komplett an, denn es wird auch am Schluss nochmal wirklich spannend. Also hier haben wir eine Runde, die ich glaube bis zur letzten Sekunde sehr spannend bleibt, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Was sehen wir hier? Wir haben die Karte Wadi, wir sehen mich als Top-Tier, 7er, 6er, 5er Gefecht und sogar auf beiden Seiten noch ein 4er Scout, also von dem her absolutes Top-Tier. Und wir verteidigen hier gerade, also von dem her ist das ein Modus, wo ich sage, bleibst entspannt, gibt es nicht zu viel Gas, Gegner hat keine Arti, das spielt uns natürlich auch hier ganz klar in die Karten. Und gerade hier diese Anhöhe, die ist zum Verteidigen wesentlich leichter als zum Angreifen, weil in dieser Hochfahrt, da kann man schon mal zwei Schüsse austeilen, bevor man selber sich zurückziehen muss. Sehe ich also hier ganz klar favorisiert und ist auch so meine Lieblingsstelle hier auf dieser Karte. IS-2, Berlin-Ausführung, ist auch so einer meiner liebsten Panzer. Ich werde häufig gefragt, Alkramba, was ist so dein liebster Panzer? Und zur Zeit muss ich ganz klar sagen, ist der VK4503 und der IS-2 Berlin. Das sind so meine zwei Favoriten, also da geht wenig drüber. So, jetzt habe ich mich hier ein bisschen mal da ummanövriert, aber kaum fahre ich von da weg, geht auch schon der erste Gegner auf. Und das ist auch so, dass der Gegner hier hinten mittlerweile sehr, sehr lang und viel steht, um da in die Mitte zu wirken. Also das ist so das aktuelle Meta, würde ich mal sagen. Ich spekuliere natürlich jetzt gerade so ein bisschen darauf, dass da vielleicht jemand rumkommt, aber den Gefallen machen sie mir zuerst mal nicht. Auch ganz wichtig bei der Verteidigung, kommt es nicht irgendwo dran, dass ihr euch jetzt beeilen müsst, weil ihr gefühlt Schaden machen wollt, sondern lasst sie ruhig kommen. Also die kommen schon irgendwann, so wie jetzt hier. In dem Fall der KV-85 und der Jagdpanzer. Und der Jagdpanzer, der hat schön getroffen. Sieht man auch in seinen Hitpoints ganz gut. Ich bin nicht mal aufgegangen. Von dem her kann ich gleich wieder vorfahren und auf die nächste Granate warten. Und jetzt bin ich offen. Ziehe mich deswegen direkt zurück. Da will ich dann doch das nicht riskieren, dass ich hier unnötig dann einen bekomme. Also deswegen erstmal langsam, erstmal Piano spielen. Und wie gesagt, macht es bei der Verteidigung. Spielt es mit Köpfchen. Wir werden auch gleich sehen, dass die beiden hier drüben da das so ein bisschen nicht verstehen und dann nachher ein bisschen zu aggressiv werden. Habe ich auch im Stream, wo ich das ja auch gezeigt habe, auch so nochmal kommentiert. Es gibt nichts Wichtigeres, als hier den Gegner kommen zu lassen. Und wenn ihr nicht unbedingt mit einem Dreierplatoon seid, braucht ihr nicht da versuchen, die Initiative zu ergreifen. So, da haben wir einen Churchill. Der Churchill fährt hier zurück. Ich wollte den Schuss schnell rausbekommen, weil ich mir schon dachte, der ist direkt gleich weg, bevor ich da drauf komme. Aber jetzt kommt er wieder. Und der Schuss, also wirklich, man hat gesehen, müde, also ach, so knapp, dass der nicht getroffen hat. Unglaublich ärgerlich. So, auch hier der nächste. Eigentlich gut eingeämmt. Mehr drin geht gar nicht. Und der Schuss geht hier dank RNG dann ganz weit nach unten. Jetzt probieren wir es das dritte Mal. Und beim dritten Mal klappt es dann auch endlich. Der T67 regt sich auf, dass jemand mit Gold geschossen hat. Man muss aber dazu sagen, selbst wenn man mit Normal schießt, durchschlägt man den T67 eh. Also ich verstehe manche Panzer nicht, die mit keiner Panzerung sich dann noch aufregen, dass sie mit Gold beschossen worden sind. Der war nix. Weil gerade, man kommt so oder so durch. Eigentlich ist sogar das sinnvoll, wenn man mit Gold beschossen worden ist, weil wenigstens hat man dann den Gegner noch ein bisschen Credits gekostet. Hier sieht man jetzt übrigens den T34-100, das was ich meinte. Viel zu überhastet, absolut unnötig der Tod von ihm. Macht es damit auch fürs Team unnötig schwerer. 5:5 ist der aktuelle Stand. Und auch hier, ich habe es versucht, einfach mal auf den Turm zu schießen, aber da ist einfach die Kanone der Russen viel zu ungenau für sowas. Also bisher hat mich das RNG nicht gern gehabt hier in dieser Runde.
So, jetzt nochmal vielleicht. Und endlich klappt da. Lass aber zwei Hitpoints stehen. Aber besser als wieder daneben geballert zu haben. So, da hinten der T-34-85. Ordentlich weit weg. Und auch der riecht es förmlich, wenn ich auf ihn ziele. Fahrt dann im perfekten Augenblick für sich zurück, ohne dass er da Schaden bekommt von mir. Und auch hier wieder das gleiche Spiel. Also jedes Mal, wenn ich denke, okay, jetzt passt, dann klappt es nicht. Also ich habe hier auch irgendwann ein bisschen mit den Schüssen gehadert, muss ich gestehen. ...7:8 aktueller Stand, also der Gegner bekommt langsam Oberwasser, 7:9. So, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal den T-34-85 so rein, wie ich es brauche. Na? Ne, der fährt definitiv wieder zurück. Und jetzt muss man natürlich langsam auch darauf achten, dass von links da der Tiger, jetzt sieht man es ganz gut, ich bin auch offen, da jetzt kommt, der gibt mir auch einen. Aber dadurch, dass er jetzt mir einen gegeben hat, konnte ich den kontern. Allerdings auch hier, RNG wollte mich im Snapshot nicht unterstützen, also schön auf die Ketten geballert. Der nimmt jetzt den T-34-85 raus, der hier sich nicht zurückgezogen hat. Jetzt, dadurch, dass es 7:11 steht und ich weiß, okay, langsam wird die Runde eng, wechsle ich auf Premium, dass ich hier wirklich, wenn ich einen Schuss dann schon mal treffe, was man ja sieht, dass das nicht allzu häufig vorgekommen ist in der Runde, dass ich den dann auch wenigstens ins Ziel samt Schaden bringe. So, Tiger 1 kommt jetzt also langsam hoch. Der hat jetzt mir oben auf den Turm geballert, das heißt, ich kann jetzt so ein bisschen versuchen auszunutzen. Und jetzt hat er mir die Kanone kaputt geschossen. Hab sie jetzt repariert. Jetzt genau ein bisschen ran, ein bisschen den Winkel verkürzt. Und jetzt kann ich ihn rausnehmen. Da hinten der T-34-100. Dafür wechsle ich jetzt auf HE, dass ich den mit zwei Hitpoints da definitiv wegbekomme. Nur der zieht sich jetzt auch noch zurück. OI nimmt da den Skoda raus. 9:12. So. Und jetzt hat mal das Aim da ein bisschen mitgespielt. Ich konnte ihn mit dem ersten Schuss rausnehmen und meinen HE-Granatentreffer. 10:13. Der UI ist da an der schlechten Stelle. Dafür der gegnerische UI gut für mich erreichbar. Lange einaimen, lange einzielen. Und der Treffer sitzt und das ist auch sehr wichtig gewesen. Und jetzt sieht man, eigentlich hätten wir das Spiel ganz locker entspannt gewonnen, wenn so ein paar Spieler hier nicht so aggressiv gewesen wären. Und jetzt muss ich dafür mich gegen 5 Leute erwehren. Also jetzt wird es unnötigst schwieriger für mich. Natürlich auch der erste im Captain. Man sieht auch, die Zeit würde aktuell reichen. 1:40 ist die Zeit, die Runde noch ist und 1:30 lediglich die Cap-Zeit. Jetzt ist der zweite im Cap. Also jetzt muss ich definitiv dahin. Alles andere bringt nichts mehr. Das heißt, jetzt komplett Vollgas, volle Lotte rein und schauen, dass man vielleicht noch wenigstens ein Decap setzen kann. 3 im Cap, 20 Sekunden. So, der M6 ist da offen. Jetzt kann ich ihn rausnehmen. Der wurde zurückgesetzt. Und jetzt ist da ein sturer Emil. Da verstecke ich mich jetzt hinter dem Wrack. Kann hier den ersten direkt landen. Eine Minute noch. Hinter mir ist ein UI. So, der sture Emil ist raus. Der UI kommt jetzt natürlich auch noch an. Der T-34-85 hat sich da verkrümelt. Mein Team schreibt schon Stay Alive. 40 Sekunden, aber das gegen 3 Gegner sagt sich natürlich leichter als es ist. Der UI kann natürlich auch noch für einiges an Schaden sorgen. Jetzt hat es der T-34-85 nochmal probiert. Der UI fährt jetzt hier rum, trifft mich auch. Ich verschieße jetzt hier ins Wrack.
So, jetzt trifft mich der T-3485, kettet mich. Ich kann die Kette auch nicht mehr reparieren. OI kettet mich hier praktisch dauerhaft jetzt. Fahr zeitlich zu mir. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Aber wir haben nur noch 2 Sekunden. Dann ist das Ding gewonnen und ich hab's geschafft. Und es ist erledigt. Ja, damit ist die Runde gewonnen worden. Unglaublich spannend, unglaublich eng. Ich hätte selber eigentlich nicht mehr gerechnet, dass es klappt, aber das hat das RNG vielleicht dann doch mal glücklich zu meinem Gunsten gerechnet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. IS2 Berlin war eine geile Runde. Panzers war meines Erachtens sehr verdient. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.